Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel. Der Besuch von Liliane Köckritz. Ich habe heute leider nicht viel Zeit, Oma. Wie verlegen meine Enkeltochter klingt, weil sie nicht die gewohnte Stunde an meinem Bett sitzen kann. Sicher hat sie nur ihren Weg zum Verein, in dem sie viel Zeit verbringt, unterbrochen, um mich nicht noch länger auf ihren Besuch warten zu lassen. Dabei kommt sie viel häufiger vorbei als ihre jüngeren Schwestern. »Wir haben heute wieder Infostand, Oma«, bestätigt das Mädchen jetzt meine Vermutung. Es ist schön, meine Enkelin erzählen zu hören, von draußen, aus einer Welt, die mir fremd geworden ist. Aber oft verstehe ich nicht, wovon sie redet, und ich muss dann nachfragen. Das Mädchen versucht, mich ihren Alltag und ihre kleinen Abenteuer miterleben zu lassen. Aber häufig überkommt mich Angst, da so viele Jahre vergangen sind, seitdem ich zum letzten Mal an der Welt da draußen unmittelbaren Anteil hatte. An der Welt meiner Enkelin, ihrer Schwestern und Eltern, meiner Töchter. Die Welt, in der ich jetzt lebe, verändert sich nicht mehr. Auch meine jüngste Tochter besucht mich regelmäßig und versorgt mich mit allem, was mir aus Heimbeständen nicht zusteht. Doch wenn sie hereinkommt in mein Zimmer, scheint sie immer in Eile zu sein, wirkt gehetzt und missmutig. Sie will mir nicht zeigen, dass ihre Besuche mehr als Pflichterfüllung sind. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht, die meine Tochter mir immer noch nicht verziehen hat. Und oft verspüre ich den Wunsch, mich mit ihr auszusprechen. Es tut sehr weh, die eigene Tochter neben mir sitzen zu sehen und nicht mehr als über Alltäglichkeiten mit ihr reden zu können. Aber ich glaube, wir sind uns zu ähnlich, haben beide den gleichen Stolz und so spricht keiner von uns das erlösende Wort. Fatih hat in der Stube ganz neue Lampen eingebaut. Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch und hoffe, meine Enkelin ist mir nicht böse wegen meiner Geistesabwesenheit. Aber sie erzählt weiter, als habe sie davon nichts bemerkt. Ihr Vater ist wirklich begabt in handwerklichen Dingen. Er hat sich sein Können ganz alleine erworben und er sorgt gut für seine Familie. Doch damals brach für mich eine Welt zusammen, als meine Tochter diesen Mann heiraten musste. Ja, sogar mit ihm und dem Kind bei mir einzog, weil das Geld noch nicht für eine eigene Wohnung reichte. Anstatt die gute Ausbildung in der Privatschule nutzen zu können, musste sie eine schlecht bezahlte Stelle annehmen, um zusammen mit ihrem Mann die Familie ernähren zu können. Dabei sollte sie es doch einmal besser haben als ich. Ich wäre gern in Stellung gegangen, aber meine Eltern verboten es mir. Was hätte meine Tochter alles erreichen können mit ihrem klugen Kopf? Vor meinem inneren Auge sehe ich plötzlich wieder meinen Vater in seiner schmucken Straßenbahneruniform nach Hause kommen. Er war ein strenger Mann, aber wir Kinder liebten ihn sehr, denn nie schimpfte und schrie er wie unsere Mutter durch das Haus. Mutter dagegen war herrisch und unnachgiebig, duldete keine Nachlässigkeit oder Ungehorsam. Ich glaube, auf seine Art versuchte Vater, diese Härte etwas zu mildern, indem er manchmal großzügig duldete, was Mutter sofort streng geahndet hätte. Mir steckte er oft heimlich etwas Geld zu, das ich dann mit meinen älteren Geschwistern teilte, um nicht deren Neid zu erwecken. Aber zu den Pferden, die die Straßenbahn zogen, nahm er nur mich einige Male mit, und diese Momente brauchte ich mit niemandem zu teilen. Wenn Vater still und in sich zurückgezogen in seinem Sessel saß, die Zeitung in der Hand, die ihn dann ganz in Anspruch zu nehmen schien, durfte nur ich, die Jüngste, ihn beim Lesen stören. Mutter dagegen war besonders stolz auf den einzigen Sohn im Haus. Ihren drei Töchtern ließ sie nie so viel durchgehen wie meinem Bruder. Das führte bald dazu, dass wir Mädchen uns häufig gegen den Herrn Sohn verbündeten. Am Verhalten unserer Mutter änderte das leider nichts. Meine Tochter wirft mir oft vor, ich würde meiner Mutter sehr ähnlich sein, was ich ihr jedes Mal übel nehme. Oder habe ich mich später tatsächlich genauso verhalten wie diese strenge Frau? Nein, das ist nicht möglich. Meine Tochter will sich mit diesen Äußerungen sicher nur für das, was ich ihrer Ansicht nach an ihr falsch gemacht habe, rächen.
Die neue Schwester ist oft sehr unfreundlich, entfährt es mir und die Enkelin unterbricht sich, um mir zuzuhören. Sie hat nie Zeit für mich. Wie komme ich denn jetzt gerade darauf? Ich glaube, mein Blick war zufällig auf die Frau im Nachbarbett gefallen und ich musste daran denken, dass die nette Schwester Anne viel häufiger mit mir als mit meiner Nachbarin redet. Aber die alte Dame bekommt ohnehin selten noch etwas mit von dem, was um sie herum passiert. Den ganzen Tag liegt sie mit offenem Mund in ihrem Bett. Manchmal weint sie auch lange und still vor sich hin. Nur ihr Sohn kommt manchmal vorbei, sitzt dann für kurze Zeit an ihrem Bett und geht wieder, ohne dass er mit seiner Mutter hat sprechen können. Meistens bemerkt sie gar nichts von dem Besuch. Oder vielleicht doch, und sie will nur nicht sprechen. Die Enkelin erwidert selten etwas auf meine Klagen über das Pflegeheim. Sie scheint eine seltsame Hilflosigkeit zu fühlen, wenn sie mich hier so im Bett liegen sieht. Manchmal, wenn es ihr zu viel wird und sie meine Beschwerden nicht mehr anhören mag, reagiert sie zornig und sagt mir, dass sie daran auch nichts ändern könne. Doch ich fühle, dass diese Härte ihr mehr wehtut als mir, denn sie weiß sich nicht anders zu helfen, mich aus dieser Stimmung herauszureißen. Diesmal geht sie gar nicht erst auf meine Bemerkung ein und erzählt lieber vom gestrigen Abend, an dem sie spät nach Hause gekommen ist. Sie versucht mir alles sehr lebendig zu schildern, damit ich das Gefühl bekomme, selber dabei gewesen zu sein, will mich auf diese Weise vom Alltag im Pflegeheim ablenken. Doch meine Gedanken haben Mühe, ihrer Erzählung zu folgen, gleiten immer weiter ab in eine Zeit, die mir wirklicher erscheint als die vielen hier verbrachten Jahre. Wenn ich oder eine meiner Schwestern ausgehen wollten, wurden wir vom älteren Bruder begleitet, der uns dann mit deutlich hervorgekehrter Langeweile zum Tanzlokal führte. Aber ich glaube, insgeheim war er sehr stolz darauf, uns beschützen zu müssen. Doch manchmal gingen wir auch heimlich fort oder blieben länger im Lokal als erlaubt. Dann mussten wir unbemerkt in unsere Zimmer zurückkommen, durch das Fenster klettern. Die Else war da ganz besonders kühn, ging häufiger aus als wir jüngeren Schwestern und nahm auch in Kauf, eine furchtbare Tracht Prügel zu bekommen, sollte sie erwischt werden. So viel Mut hatte ich nie, aber da ich wie meine älteren Schwestern gerne tanzen ging, folgte ich ihnen oft, trotz meiner Angst. Und wie viele Verehrer ich hatte! Ich sah aber auch immer sehr adrett und gepflegt aus, machte einen guten Eindruck auf die jungen Herren. Mit einem Seeoffizier aus gutem Hause traf ich mich einige Male in der Stadt. Er wartete jedes Mal an einer bestimmten Straßenecke auf mich und nie vergaß er Pralinen oder eine andere kleine Aufmerksamkeit mitzubringen. Wir promenierten dann durch die Innenstadt. Ich platzte fast vor Stolz über diesen ansehnlichen Begleiter und freute mich über die neidischen Blicke der anderen Frauen. Da hätte mich mal meine Mutter sehen sollen. Doch als der junge Mann mich fragte, ob ich ihn heiraten und mit ihm nach Amerika gehen wollte, da hatte ich zu viel Angst, meine Familie, meine gewohnte Umgebung zu verlassen, und der junge Mann ging ohne mich fort. Wie oft habe ich mich über meine Feigheit geärgert und wie häufig kam Bedauern in mir hoch, das Gefühl, mein Leben hätte vielleicht ganz anders verlaufen können. Aber ich war noch so jung damals, konnte mir nicht vorstellen, mein Leben außerhalb der Heimatstadt und so weit von den Eltern entfernt zu verbringen. Ich wagte es gar nicht erst, meine Eltern um Rat und eventuell sogar um Erlaubnis zu fragen. Wie es dem jungen Mann wohl da drüben ergangen ist? Ich erzähle meiner Enkelin gerne aus dieser Zeit der Hoffnung und Träume, in der noch nichts völlig festgelegt, noch vieles offen war, von meinen kleinen Wagnissen und Erfolgen. Später habe ich ja so viele Enttäuschungen hinnehmen müssen. An die Zeit nach meiner Hochzeit denke ich nicht gerne zurück, auch wenn mich ein lieber und zuverlässiger Mann heiratete, der sicher oft unter meiner Verbitterung zu leiden hatte. In meiner Jugendzeit fühlte ich mich zu Hause, vertraut, und die Jahre haben die schlechten Erfahrungen, das Gefühl von Enge gemildert. Nur die schönen Erinnerungen wollen zurückgeholt werden und lassen mich meiner heutigen Lage entfliehen. Meine Enkelin scheint das zu verstehen und lauscht geduldig den immer gleichen Erzählungen aus meiner Jugendzeit. Doch nur in ihnen fühle ich mich ganz lebendig, noch nicht mit größeren Wunden belastet, innerlich noch ich selbst.
Denn bin ich das wirklich gewesen später? Diese dünkelhafte Frau, die ihre Familie mit harter Hand lenkte und sich selbst wie auch den anderen keine Schwäche zugestand, die jeden Tag auf den Knien durch die Wohnung rutschte, um auch noch das letzte Staubkorn unter den Betten hervorzuholen. Nein, in meinen Erinnerungen bin ich noch immer das junge, umschwärmte Mädchen, das nach einem Tanzvergnügen mit schlechtem Gewissen spät durch ihr Zimmerfenster kletterte und hoffte, niemand würde ihr langes Fortbleiben bemerken. Wodurch änderte ich mich derartig? Vielleicht hat meine Tochter ja doch recht mit ihren Vorwürfen und ich will mir das nur nicht eingestehen. Heute sehe ich nur, was mir geblieben ist von diesem Leben. Die Erinnerung an einen nach langer Krankheit früh verstorbenen Mann, meine zwei behinderten Töchter, die ihr restliches Leben auf fremde Hilfe angewiesen sein werden. Eine dritte Tochter, der ich zu sehr wehgetan habe, als dass sie mir gegenüber mehr als Pflichtgefühl äußern könnte. Auch ihr Mann erinnert sich zu genau an meine Verachtung für ihn und die vielen Kränkungen, die er durch mich erfahren hat, und so begleitet er meine Tochter nur selten. Alleine meine drei Enkeltöchter haben keine schlechten Erinnerungen, die sie von mir fernhalten könnten. Sie sind meine große Freude, die mich noch am Leben hält, und die Hoffnung, meiner Tochter noch vor meinem Tode wieder näher kommen zu können. Doch werden so viele Missverständnisse, Enttäuschungen, Verletzungen zu überbrücken sein? Ich fühle mich erschöpft. Meine Gedanken versinken immer mehr in einem grauen Nebel. Die Worte meiner Enkelin sind nur noch selten klar zu verstehen. Mir fehlt wirkliches Interesse an dem, was sie sagt. Was soll ich auch anfangen mit diesen Bildern aus einer fremden Welt und Zeit, der ich nicht mehr selber begegnen werde? Ach, könnte ich meiner Enkelin doch sagen, wie müde ich bin, wie gerne ich für immer gehen würde. Doch ich weiß, dann wird sie mir damit drohen, mich sofort zu verlassen. Sie empfindet diese hoffnungslosen Worte als eine Erpressung, ein Mittel, sie sich dafür schuldig fühlen zu lassen, dass sie nicht noch häufiger kommt und mich von diesem Leben ablenkt. Ich muss jetzt gehen, Oma. Nein, noch nicht, mein Mädchen. Kannst du nicht noch eine Weile bleiben? Wenn du mich mit meinen Gedanken alleine lässt, stürzt das, was jetzt noch mein Leben ist, mit ganzer Macht auf mich ein. Nur die Schwestern werden die Einsamkeit unterbrechen, aber sobald das Bett gemacht, das Essen hereingestellt ist, wird es wieder furchtbar still sein. Und lasse ich die Vergangenheit immer wieder neu erstehen, um diesen Raum zu entfliehen, so kommen mit ihr auch alle enttäuschten Hoffnungen und von mir begangenen Fehler zurück. Die Anschuldigungen meiner Tochter werden lauter werden, mein Widerstand gegen sie schwächer. Ich hatte es doch wirklich besser machen wollen bei meinen eigenen Kindern, wollte verständnisvoller und weniger streng sein, als es meine Mutter zu mir gewesen war. Und dann habe ich doch die gleichen Fehler gemacht, ohne zu verstehen, wie ich meine guten Vorsätze so sehr vergessen konnte. Noch immer sträube ich mich dagegen, mir dies ohne Wenn und Aber einzugestehen, denn diese Schuld liegt wie ein Stein in mir, der es mir schwer macht, diesen nutzlos gewordenen Körper zu verlassen. Jetzt steht meine Enkelin auf, küsst mich auf die Stirn und hält mich noch eine Weile fest in den Arm. Ich sehe ihr nach, als sie den Raum verlässt, habe noch ihre Zusicherung, bald wiederzukommen, im Ohr. Ich weiß, sie wird ihr Versprechen halten, aber so viele einsame Tage lang bis zum nächsten Besuch von ihr oder meiner Tochter wird nur der Heimalltag da sein und mich noch stärker an meine trostlose Lage erinnern. Die Sehnsucht nach Erlösung wird größer in mir und ich verfluche die Stärke meines Herzens, die mich so gnadenlos hier festhält. Mir ist, als würde meine Seele noch auf etwas warten, bevor sie bereit ist, den Körper zu verlassen. Ist es die Hoffnung, dass mir meine Tochter doch noch verzeiht, bevor ich gehe? Aber trifft mich wirklich ganz alleine die Schuld? Wie hätte ich denn dieses Leben anders leben können, als ich es tat? Meine Eltern, unsere Freunde und Bekannten, niemand hätte es verstanden, wäre ich nicht ihrem Vorbild gefolgt. Immer hatte ich Angst davor, einsam zu sein, ausgestoßen aus der Familie, und so wagte ich nicht, gegen sie aufzubegehren. Ich wurde hart genug gestraft für meine Schwäche.
Wie gerne würde ich endlich gehen und Ruhe finden. Habe doch Erbarmen mit mir, lieber Gott, und hole mich heim. Das war Der Besuch von Liliane Köckritz. Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.